Der DAX hangelt sich dieser Tage von Rekordhoch zu Rekordhoch. Gleichwohl plant die Europäische Zentralbank weitere Zinssenkungen. Wie passt das zusammen? Das wollen wir klären mit Vermögensverwalter Wolfgang Jutz, Geschäftsführer der Credo Vermögensmanagement GmbH. Herr Jutz, im DAX-Rekord auf der einen Seite, ich habe es gesagt, Zinssenkungsfantasien auf der anderen Seite. Wie passt das zusammen? Wir haben ja in Europa eine ganz unterschiedliche Wirtschaftsentwicklung. Zum einen wächst die Wirtschaft in Deutschland etwa mit 0,8% zuletzt. Und in anderen Ländern wie Frankreich, Spanien, Italien, da haben wir allenfalls bestenfalls ein zartes Pflänzchen der Konjunktur. Also es geht ganz leicht bergauf. Aber die wirtschaftliche Entwicklung zeigt sich auch noch an der hohen Arbeitslosigkeit in den südlichen Ländern und auch in Frankreich. Und auch die Wahlen zum Europäischen Parlament haben das ja gezeigt, wie unterschiedlich die Entwicklungen dort sind. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass die Aktien immer weiter steigen, den Unternehmen geht's gut. Die niedrigen Zinsen befeuern nochmal die Gewinnsituation, die Unternehmen können sich günstig refinanzieren, Übernahmen steigen, es geht immer weiter bergauf. Und diese unterschiedliche Entwicklung, die führt eben dazu, dass die Europäische Zentralbank tätig wird. Welche Art von Maßnahmen könnte denn die EZB neben einer klassischen Zinssenkung noch ergreifen? Zunächst ist, glaube ich, das wichtigste Ziel, dass die Wirtschaft in den südlichen Ländern wieder in Schwung kommt. Neben der Zinssenkung in der klassischen Art und Weise rechne ich damit, dass die EZB einen Langfristtender, vielleicht über 3 Jahre, ausschreiben wird, der an bestimmte Bedingungen gekoppelt sein dürfte. Das heißt, an die Kreditvergabe der Banken an kleinere und mittlere Unternehmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass hier Maßnahmen getroffen werden, die an diese Bedingungen geknüpft werden. Eine weitere Sache könnte sein, dass es ein Ankaufprogramm von den Kreditstrukturen, von den ABS-Papieren gibt, damit endlich diese Papiere, diese Giftpapiere aus den Depots der Banken rauskommen. Welche Auswirkungen könnte das dann am Ende des Tages für die Privatanleger haben? Für die Privatanleger dürfte es sicherlich so werden, dass die Zinsen auf lange Zeit niedrig bleiben dürften. Wir haben jetzt auch gesehen, dass viele auf dem falschen Fuß erwischt wurden, weil sie Anfang des Jahres von steigenden Zinsen ausgegangen sind und dieses Szenario sich nun überhaupt nicht als richtig erwiesen hat, sondern im Gegenteil, die Zinsen sind nochmal deutlich weiter gefallen. Und das heißt für alle Marktteilnehmer, dass es sehr viel schwieriger sein wird, in den nächsten Jahren Renditen zu erwirtschaften. Und der Leidensdruck ist teilweise so groß, dass man eben in der Gefahr steht, Fehlentscheidungen zu treffen. Also Fehlentscheidungen in der Form, dass ich sage, ich bekomme jetzt keine Zinsen mehr, ich erhöhe jetzt das Risiko und gehe in Anlageklassen rein, die jetzt schon mittlerweile zu teuer sind. Schwierige Gemengelage. Was raten Sie denn dem Anleger in diesem Umfeld? Wie soll er sich denn überhaupt positionieren? Denn wir haben ja nun mal Rekordhochs, gerade Woche für Woche, die wir sehen. Zunächst mal denke ich, dass es ganz wichtig ist, möglichst keine Fehler zu machen und Fehler zu vermeiden und jetzt nicht auch noch auf den Zug aufzuspringen. Eine ganz wichtige Sache ist nach wie vor die Diversifizierung, also die Streuung auf die verschiedenen Anlageklassen. Und drittens, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man auch mit kleinen Erfolgen sich zufrieden geben sollte und Opportunitäten ausnutzen sollte. Das heißt, wenn sich Chancen ergeben, wie beispielsweise zuletzt in Russland, dass man da eben auch russische Gasaktien wie Gazprom günstig bekommen kann oder andere, sollte man diese kleinen Chancen nutzen, denn es wird an den Kapitalmärkten immer Chancen geben. Und hier braucht man einen opportunistischen Ansatz und nicht dieses Long-Only, einfach einmal was kaufen und dann drin bleiben. Das funktioniert so leider nicht. Das klingt immer so einfach, wie Sie es uns schildern, aber wie kann der Anleger dies konkret umsetzen? Zum Beispiel auch gerade vor dem Hintergrund, wenn er arbeiten geht, gar keine Zeit hat, sich tagtäglich mit den Märkten zu beschäftigen. Das stimmt. Viele gehen so zur Bank oder zum Berater, wie sie zum Zahnarzt gehen, nämlich dann, wenn es ihnen wehtut, wenn sie Schmerzen haben. Und ich habe jetzt aus verschiedenen Gesprächen eben erfahren, dass der Leidensdruck immer größer wird, dass die Kunden sagen, ja, ich bekomme ja jetzt auf dem Tagesgeld nichts, auf dem Termingeld bei meiner Bank bekomme ich nichts. Sollen wir jetzt noch in Aktien reingehen oder sollen wir jetzt nicht noch irgendwas machen? Und ich glaube, dass das der falsche Ansatz ist. Wichtiger und richtiger ist es halt, einen langfristig ausgerichteten Ansatz zu machen. Nach Möglichkeit eine Vermögensverwaltung mit einem aktiven Management, wo dann eben auch diese Opportunitäten genutzt werden und im Wege der Risikostreuung der Anleger Chancen und Risiken abgewogen bekommt und damit ruhig schlafen kann. Ein schönes Schlusswort. Wolfgang Jutz, Geschäftsführer der Credo Vermögensmanagement aus Nürnberg zum Thema DAX 10.000 und Geldanlage in unruhigen Zeiten. Herzlichen Dank, Herr Jutz, für das Gespräch.